Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch ganz schnell zeigen, woran das liegt und natürlich auch, wie die Lösung aussieht, wenn wir eine App oder ein Programm installieren möchten und wir ständig die Meldung bekommen, dass der Computer wurde durch Windows geschützt, beziehungsweise der Smart Screen Filter meldet sich hier und versucht, die Installation zu verhindern, beziehungsweise uns davor zu warnen. Wir können zwar hier weitere Informationen anklicken und trotzdem ausführen und die App wird eben trotzdem installiert. Wenn aber diese Meldung beziehungsweise der Smart Screen Filter vielleicht auf die Dauer irgendwie auf dem Zünder geht und möchte das deaktivieren, ja, ausschalten, der kann das natürlich machen. Das geht auch ziemlich, ja, schnell und einfach. Und zwar, wir schließen das jetzt hier mal über die Windows-Einstellungen-Seite hier. Einfach auf Einstellungen, Update und Sicherheit. Windows-Sicherheit. Und genau, auf der rechten Seite wieder Windows-Sicherheit öffnen. Und wenn das Fenster hier geöffnet ist, haben wir hier nochmal App und Browsersteuerung. Einfach anklicken und wieder auf der rechten Seite haben wir hier ein paar Sachen, was uns jetzt interessiert. Hier sind diese Einstellungen für zuverlässigkeit basierten Schutz hier und da, ja, App-Schutz und Online-Sicherheit, eben einfach draufklicken und schon haben wir unsere, ja, Option hier, unseren Smart Screen. Das können wir hier einfach deaktivieren mit einem Klick. Hier nochmal bestätigen mit Ja. Und schon ist es deaktiviert. Hier haben wir nochmal ein paar Sachen. Das kann alles so bleiben. Genau. Genau, einfach hier deaktivieren. Und wenn wir das jetzt hier alles schließen und versuchen das Programm hier nochmal mit einem Doppelklick die Installation zu starten. Schon können wir direkt loslegen und das Programm, ja, direkt installieren, ohne dass ständig die Meldung, ja, dass sich der Smart Screen Filter hier, ja, sich ständig meldet eben. Genau, so einfach geht das. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.